So, dann wollte ich mal ein paar Sätze noch zum Borkenkäfer sagen. Also wir haben ja schon jetzt ein paar Käferbäume gesehen. Also all diese weißen Skelette hier, sowie auch jene, die hier hinten durchschimmern. Zoomen wir noch etwas hin. Wirklich diese auffälligen Baumskelette trifft es eigentlich wirklich ganz gut, die hier überall im Wald durchblitzen. Das sind ganz überwiegend Käferbäume, wenn es nicht sogar wirklich alle welche sind. Theoretisch sind auch noch andere Todesursachen in Anführungszeichen möglich, um ein solches Baumbild dann hervorzurufen. Aber was der Käfer schließlich auch verursacht, ist Vertrocknen. Also jeder Baum, der vertrocknet, sieht am Ende so aus. Und jetzt kennt vielleicht der eine oder andere von euch die riesigen Borkenkäferflächen im Nationalpark Bayerischer Wald. Also da sind ja wirklich gewaltige zusammenhängende Waldbestände an toten Fichten entstanden. Nach einer größeren Borkenkäferkatastrophe, wie wir Menschen es nennen würden. Für die Natur gibt es ja sowas eben nicht. Schaden, habe ich schon mehrfach erklärt, ist immer ein menschgemachter Begriff. Und ein Schaden kommt so in der Ökologie nicht vor. Dann ist halt eben, das ist ein Wechsel der Klimaxgesellschaft, wenn man das so nennen möchte. Wechsel von Fichtenwald hin zu einem sehr, 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 sehr jungen Fichtenwald, der noch viel durchdrungen ist mit irgendwelchen Bodensträuchern, Farren, Brombeeren und ähnlichem Zeug. Aber es ist nach wie vor kein Schaden, weil es ist ja immer noch quasi Natur. Welche, ob es eine hohe, eine große, eine kleine oder was auch immer ist, ob das gut oder schlecht ist, solche Begriffe, das sind alles menschgemachte Definitionen und spielen eigentlich, wenn es uns nicht gäbe, überhaupt keine Rolle. Aber worauf ich hinaus möchte, wieso gibt es hier einen 100-jährigen Fichtenbestand, in dem man nichts gemacht hat, bei dem nur so einzelne Borkenkäferlöcher drin sind und man vereinzelt abgestorbene Fichten sieht, schlimmstenfalls mal einen Hektar vielleicht. Zusammenhängende, abgestorbene Fläche. Viel größere Schadflächen gibt es hier nicht. Woran liegt das? Erstens haben wir hier ein weniger borkenkäferfreundliches Klima, als das im Bayerischen Wald der Fall ist. Der hat nämlich ein deutlich kontinentaleres Klima. Das bedeutet, trockene Sommer sind da häufiger und Trockenheit braucht der Borkenkäfer, um in die Fichte überhaupt eindringen zu können. Wenn die nicht unter Trockenstress leidet, also ohnehin schon Probleme hat wegen wenig Wasser, kann sie viel zu viel Harz produzieren und sich damit erfolgreich gegen den Borkenkäfer auch zur Wehr setzen. Deswegen Punkt 1, im Nationalpark Bayerischer Wald ist ein bisschen trockener als bei uns. Und zweiter ganz wesentlicher Punkt, man kann übrigens noch die Höhenlage anführen, das lasse ich jetzt weg. Anführen, nicht anfühlen. Oh, Deutsch. Wesentlicher Punkt, hier gibt es auch noch Tannen. Und wenn der Borkenkäfer an einer Tanne landet und versucht, sich in eine Tanne einzubohren, dann hat er keine Chance, denn für eine Tanne ist er nicht gemacht, beziehungsweise die große Massenverbreitung des Borkenkäfers bleibt aus, weil seine Pheromonkommunikation mit seinen Borkenkäferkollegen darauf basiert, dass er fichteneigene Botenstoffe umwandelt und daraus einen borkenkäfereigenen Botenstoff macht, was sehr clever ist, weil so ein kleines Tier hat einfach nicht die Ressourcen, riesige Mengen an Pheromonen herzustellen, weil auch ein Pheromon, auch wenn es nur ein kleines Molekül in Anführungszeichen ist, braucht doch eben einfach die Ressourcen an Bausteinen, um diesen Stoff zusammenzusetzen. Und so ein winziger Borkenkäfer, wo soll der denn davon bitte schön riesige Mengen hernehmen? Deswegen baut er halt eben was Fichteneigenes, wovon die Fichte genug produzieren kann, als sehr großer Organismus, um und macht daraus was Borkenkäfereigenes. Und ganz wichtig, ich habe es im Borkenkäfervideo zwar auch schon gesagt, aber es passt hier gerade so schön rein, das Pheromon, was er dann abgibt, ist ein Aggregationspheromon. Das heißt, kommt her, gibt's, hier gibt es was zu fressen. Es ist ein ganz weit verbreiteter Fehler, dass alle Leute denken, das ist ein Sexuallockstoff. Also kommt her, hier gibt es was zu la 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 la. Wobei ja dann später auch die Rammelkammer, ganz, ganz offizieller wissenschaftlicher Begriff, baut, um das Weibchen anzulocken. Das Weibchen kommt nur, wenn es eine schön gebaute Rammelkammer vorfindet. Ja. So, und hier haben wir nun den wohl meist gefilmten bzw. fotografierten Baum im ganzen Bannwald, die sogenannte Großvatertanne. Ich weiß leider auch nicht mehr auswendig, wie alt die sein soll. Schätzungsweise fast 300.
persönliche Schätzung und ich meine mich auch zu erinnern, sowas mal gelesen bzw. von den Leuten, die es wissen, gehört zu haben. Bemerkenswert ist natürlich doch dieser recht knorrige Stamm. Ihre Vitalität, die durchaus noch als gut zu bewerten ist, also zumindest mal ordentlich, dass das Ding demnächst nicht sterben wird. Und besonders markant ist natürlich eben dieser Steilast, der hier direkt unten abgeht. Was auch eine Besonderheit für Nadelbäume ist, zumal hier auch wieder dann so ein kleines Miniaturtännchen, was wieder die normale typische Nadelbaumform hat, abgeht. Aber dieses knorrige Ding, das ist was Besonderes. Ist schon also wirklich ein schöner Baum, der in diesen, ja, der den Märchenwaldcharakter dieses Waldes auch noch weiter unterstreicht. Und was ich auch sehr schön finde, was auch seit ich denken kann so ist, dass direkt nach der Großvatertanne auch eben dieser beschissene Stamm da kommt, für den ich genau die falsche Größe habe, um drüber klettern zu können. Dafür bin ich zu klein, um bequem drunter durchkriechen zu können. Dafür bin ich zu groß. Deswegen ist dieses Teil immer mal wieder ein Grund, die Demut aufkommen zu lassen, die man angesichts eines solch schönen Waldes auch durchaus empfinden sollte und Kriecheinlage zu machen. Aber deswegen hole ich jetzt nicht extra mein Dreibeinstativ raus, um das zu filmen. Das ist mir zu viel Aufwand. Ich bin doch faul, wisst ihr doch. Ja, und wie man anhand dieser Aufnahme nochmal mit der Großvatertanne da oben im Bild erkennen kann, habe ich es irgendwie geschafft, drunter durchzukommen. Ha! Diese Stelle hier im Wald finde ich besonders schön bzw. anschaulich, schön nicht unbedingt im ästhetischen Sinne, weil man hier gut sehen kann, dass selbst ein sehr naturnaher Fichtenwald, wenn er eben zusammengebrochen ist, was hier der Fall war, und als junger Wald wieder hochwächst, was hier der Fall ist, kann man wunderbar sehen, dass die Unterschiede zwischen einem natürlichen Fichtenwald und einem gepflanzten Fichtenwald jetzt so rein in der Optik gar nicht mal so hoch sind. Gehen wir davon aus, dass das hier ein Wirtschaftswald wäre, dann müssten wir uns nur diesen toten Stamm hier rausdenken, den man dann natürlich geerntet hätte und verkauft hätte. Und ansonsten wäre das einfach nur ein Kreuz und Quer oder durch Naturverjüngung entstandener stinknormaler Wirtschaftsfichtenwald. Da ist sonst kein Unterschied zu erkennen, außer eben den Totholzanteil und die Tatsache, dass man hier wahrscheinlich auch so keinen Wirtschaftswald wirklich zustande bringen könnte, weil, guckt euch mal diesen Felsen an, wie soll man da mit irgendeinem Gerät, mit dem man nennenswert Holz machen könnte, durchfahren. Man müsste also zwangsweise hier motomanuelle Holzernte machen, sprich die Dinger mit der Kettensäge umsägen und dann irgendwie mit einem Seil rauszerren. Aber wenn du den Baum über solche Steine zerrst, hat er auch so viele Schäden, dass er auf keinen Fall mehr als wertvolles Holz zu verkaufen wäre. Und eine großartige Gewinnerzielung ist mit diesem Wald dann auch nicht mehr möglich. Und das Interessante ist, das findet ihr in fast jedem Naturschutzgebiet vor. Eine solche Situation, dass eben also die Gewinnerwartungen, die man an einen solchen Wald haben könnte, ganz oft minimal bis nicht vorhanden sind. Wenn man jetzt böse sein wollte, könnte man also durchaus davon ausgehen, dass nur die Flächen zu Naturschutzgebieten erklärt worden sind, insbesondere vor 105 Jahren, die eh kein anderer haben wollte, wo es niemandem wehgetan hat. Wer weiß? Ist mit Sicherheit so. Nein, ich wollte auf jeden Fall noch zum Besten geben, die Struktur dieses Waldes, dass die einem gepflanzten bzw. einem Wirtschaftswald, Fichtenwald bis auf das Totholz doch so sehr ähnelt, liegt einfach daran, dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass tatsächlich dieses Aufwachsen als dichter Reinbestand die natürliche Art und Weise der Fichtenverjüngung darstellt. Fichte bildet nur unter ganz bestimmten Bedingungen Mischbestände mit Tanne, ist ansonsten eine Baumart, die einfach sowieso im Reinbestand vorkommt. Und was viele Leute, die irgendwie der Meinung sind, und das sind jetzt durchaus auch Fachleute, einen Fichtenplänterwald hinzukriegen, also einen Wald mit ganz vielen unterschiedlich alten Fichten, der zwar noch ein Fichtenwald ist, aber eine viel größere Struktur hat als ein normaler Fichtenwald, und damit einfach naturnäher aussieht, obwohl man mit dem quasi das gleiche Geld verdienen kann wie mit einem reinen Fichtenwald. Das ist also sozusagen irgend so eine möglich
Für mich klingt es so, und das ist jetzt nur meine Meinung, wie eine Strategie der Forstwirtschaft, um quasi dem Naturschutz ein Schnippchen zu schlagen, weiterhin mit Fichtereien zu wirtschaften, aber es so aussehen zu lassen, als würde man das jetzt viel naturnäher tun. Also da muss ich auch meine geliebte Forstwirtschaft deutlich kritisieren, dass das Käse ist. Und eben jetzt die Theorie, man könne das machen, dass sich dann die Fichte zu einem stufigen Wald entwickelt. Hier ein dünner Baum, da ein dicker Baum, dort ein großer Baum, hier daneben ein kleiner Baum. Sowas funktioniert nur, wenn man wirklich ständig eingreift und ständig Bäume nachpflanzt, Bäume wegschneidet und da dauernd einen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand betreibt. Denn die Fichte möchte, und das kann man hier schön sehen, natürlich einen Reinbestand bilden, mit allen Bäumen mehr oder weniger gleich alt, gleich hoch, und eben genau diesen Stangenacker, den man von einem Fichten Wald gewöhnt ist, ist die natürliche Wuchsform. Allerdings bei einem naturnaheren Fichtenwald wie diesem hier wird eben diese Struktur dadurch unterbrochen, dass es eine Mosaikstruktur mit der Zeit wird. Weil irgendwo bricht der Wald früher zusammen als woanders. Wir haben also ein Käferloch und diese Bäume von diesem Käferloch fallen ja irgendwann um, reißen unter Umständen dann wieder Löcher in die Verjüngung und dadurch kriegen wir mehrere kleine Flecken, Patches, von unterschiedlichen gleichaltrigen Bäumen. So haben wir jetzt hier zum Beispiel, das muss ich euch jetzt zeigen, eben einen Bereich mit recht jungen Fichten, während wir da hinten dann wieder einen Bereich mit recht alten Fichten und hier einen Bereich mit der einzelnen riesigen alten Fichte, da hinten kommen dann noch ein paar von der Sorte, finden. Es sind also immer Teilbereiche unterschiedlichen Waldalters und das ist eben das, was dann eben den Fichtenurwald oder einen Wald, der in die Richtung tendiert, vom Wirtschaftswald unterscheidet, dass wir da keine zusammenbrechenden Flächen haben, sondern eben nur dann ein Zusammenbrechen des Bestandes, wenn wir ein Stück geerntet haben. Meiner Meinung nach ist es also durchaus legitim, die Fichte in kleineren Gruppen immer zu ernten, weil das eben auch dem natürlichen Zusammenbruch eines natürlichen Fichtenwaldes entspricht. Und das Ganze jetzt einfach nur mal so als ein Beispiel dessen, was man eben in diesem doch bemerkenswert langsam zusammenbrechenden Fichtenwirtschaftswald, was er ursprünglich ja war, lernen kann. Aber das sind nur so ganz grobe Überlegungen und natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an und ist wirklich nicht so einfach, wie ich es hier beschreibe. Aber nur so mal, damit ihr so eine grobe Richtung habt, in welche Denke man hier bekommt als Forstwissenschaftler, wenn man eben in diesem doch einzigartigen, spannenden Waldstück unterwegs ist. Und ich habe es im Westwegteil, bevor ich hier runtergedackelt bin, also vor diesem Video eben, ja auch schon erwähnt. Für mich ist es immer ein Wehmutstropfen, dass das hier kein 105-jähriger natürlicher Buchenwald ist. Das würde viel anders da aus, ganz anders aussehen und wäre für mich einfach noch ein viel größeres Erlebnis, hier rumzusträumern, als eben in diesem uralt Fichtentannenmischwald, muss man ja sagen. Das ignoriere ich einfach. Von der Bestandesstruktur unterscheiden sich Tanne und Fichte nämlich nur minimal und ein Fichten-Tannen-Mischwald in natürlicher Art und Weise sieht ungefähr genauso aus wie ein Fichtenreinbestand. Allerdings fördert natürlich die Tatsache, dass hier noch die Tanne reingemischt ist, nochmal die Differenzierung, also eben diese kleinstrukturierte Mosaikstruktur. Kleinstrukturierte Mosaikstruktur ist ein blöder Satz, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Kleinflächige Mosaikstruktur, das ist besser. Weil die Tanne eben vom Borkenkäfer grundsätzlich nicht angegriffen wird, weshalb eben diese ganzen Riesenbäume, die wir gerade uns angeguckt haben, inklusive der Großvatertanne, das ist sie nicht, die steht weiter hinten, sind alles Tannen, die ganz alten Dinger. Die Fichte wird gar nicht so alt, weil die vorher vom Käfer gefressen wird oder auf anderem Wege irgendwie stirbt. Tatsache ist halt eben, ich habe hier noch keine super alte Fichte gesehen, super alte Tanne, schon. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich euch das überhaupt schon mal erzählt habe, weil ich erzähle es jedes Jahr den Erstsemestern auf der Erstsemester-Exkursion, an der ich dieses Jahr allerdings nicht teilnehmen werde. Keine Zeit. Das hier ist eine Miniaturfichte auf einer großen Fichte. Das ist nämlich ein Wurzelteller, wie man dann hoffentlich unschwer erkennen kann. Dass die Fichte gerne auf toten alten Fichten wächst, auch auf dem Stamm, der einfach so in der Gegend liegt, habe ich jetzt hier leider gerade kein Beispiel, finden wir nachher bestimmt noch eins, oder auf einem einzelnen Stein im Gelände, ist so eine Besonderheit, das macht sie nämlich gerne, das nennt man Rannenverjüngung.
der nicht ganz geläufige und auch nicht hundertprozentig korrekte Fachbegriff, wenn die Fichte auf einer anderen Totenfichte wächst, ist Kadaververjüngung. Viel schönerer Begriff, wie ich finde, aber der ganz offizielle ist Rannenverjüngung. Warum macht sie das? Weil das verschafft ihr einen enormen Konkurrenzvorteil im natürlichen Habitat der Fichte, in dem wir uns hier zwar noch nicht befinden, aber doch so einigermaßen zumindest, gibt es Schnee. Und hier ist auch definitiv mit viel Schnee zu rechnen. Und wenn man jetzt da oben sitzt und der Schnee beginnt zu tauen, wo ist er als erstes weg? Genau, da oben. Hingegen, wenn man jetzt hier unten sitzen würde, wo im Übrigen überhaupt kein, doch, da steht ein Fichtchen. Das ist die Arschkartenfichte. die da oben macht definitiv das Rennen gegen die da unten, weil die da unten steht so lange im Schnee, da kann die hier schon 4 Wochen wachsen, wenn es gut läuft, während die da unten immer noch völlig komplett mit Schnee bedeckt ist. Und das Problem ist, wenn man mit Schnee bedeckt ist, dann kommt der böse Schneeschimmel. Und der böse, böse Schneeschimmel, der ist gar nicht gut, wenn man ein kleines Bäumchen isst, dann ist man nämlich tot. Wobei, die ganz dünnen Dinger da, die verrecken sowieso. Bis auf eine von 1000, die dann halt eben nicht verreckt. Man hat also so ungefähr 1 Promille Chance, um hier zum großen Baum zu werden, wenn man eine Jungfichte ist. Ein so dichter Wald mit einer so tollen Totholzstruktur hat auch immer eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit, weil unter anderem eben Totholz ein prima Wasserspeicher auch ist, wenn schon ein bisschen mehr zersetzt ist als dieser Stamm. Der hier ist noch nicht so optimal, der müsste noch ein bisschen vor sich hin modern. Aber auch eben der Boden, der danach entsteht, nachdem eben so viel Totholz zersetzt wurde, ist über längere Zeiträume ein prima Wasserspeicher. Und ja, wir haben hier also wirklich Potenzial ohne Ende. Das ist hier generell immer ein gewisses feuchtes Mikroklima, hier unten am Waldboden ausbildet. Dazu sind wir ja noch in einem Loch bzw. einem Talkessel, in dem die schwere Luft, kalte Luft und gleichzeitig feuchte Luft, wenn viel Wasser drin ist, ist die Luft logischerweise auch schwer, immer hier runter quasi wandert, ins Loch fließt, wenn man so möchte, weshalb hier immer eine sehr hohe, aber angenehm kühle Lufttemperatur, ja, Luftgefühl nenne ich es jetzt einfach mal, herrscht. Man kann hier wunderbar atmen und gerade wenn man die ganze Woche im Keller gesessen ist, ist das eine enorme Erleichterung für die Lunge. Und gerade auch wer Lungenleiden oder Ähnliches hat, wird hier unten eine hervorragende Luft vorfinden, sofern er sich warm genug anzieht, weil sie auch immer in der Regel kalt bis sehr kalt sein kann. Also jetzt momentan finde ich es sehr angenehm. Oben ist mir fast schon einen kleinen Ticken zu warm gewesen. Es werden hier so irgendwas um die 14, 15 Grad gerade sein. Aber ja, Leute mit Lungenleiden würde ich wirklich empfehlen, hier bei dieser sehr guten, angenehmen Waldluft mal ein bisschen Kurzurlaub zu machen. Kommt drauf an, was für ein Lungenleiden man hat. Unter Umständen ist feuchte Luft genau das Falsche, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Man kann übrigens auch eben die hohe Luftfeuchtigkeit wunderbar an der alleruntersten Vegetationsschicht erkennen, nämlich dem Moos. Wir haben nämlich hier nahezu überall Moose und die sind schon erheblich weniger häufig. Auch Bärlappe, das sind diese kleinen lustigen Dinger, die übrigens früher mal, also sehr, 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 sehr früher, so die erste Form der Bäume überhaupt gebildet haben. Dann waren das nämlich Bäume. Was nur noch jetzt noch übrig ist, sind diese kleinen Miniaturteile da, die jetzt noch nicht mehr besonders beeindruckend sind. Also eigentlich auch schon eine primitivere Pflanze, also eine höhere Pflanze, also ein richtiger Baum, ein Kormophyt. Aber eben durch bestimmte sehr, 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 sehr spannende, morphologisch übrigens, Anpassungen war es denen damals unter ganz anderen Wachstumsbedingungen, wie wir sie heute haben, möglich, Baumform zu erreichen. So hoch wie die heutigen Bäume ist allerdings damals wahrscheinlich auch nichts geworden. Was man übrigens daran sieht, dass die Dinosaurier auch nicht so hoch wie die heutigen Bäume geworden sind, weil die ganz großen Dinosaurier waren ja vermutlich deswegen so groß, weil die die Bäume oben auch noch abgefressen haben. Man kann also deswegen vielleicht, da ist ja ganz viel Spekulation dabei bei diesem ganzen Urzeitzeug,
deswegen auch darauf schließen, dass es keine super, super hohen Bäume gegeben haben muss. Andererseits, und das ist der andere Ansatz, ist es gerade ein Indiz dafür, dass es die doch gegeben haben muss, weil irgendwelche Bäume ja höher gewesen sein müssen als die höchsten Dinosaurier, damit sie denen dann quasi davongewachsen sind und eine Überlebenschance trotz der super hohen Dinosaurier gehabt haben müssen. Das sind so ein paar Theorien, die in diesem Bereich die Runde machen. Aber ich bin da überhaupt nicht genug Experte, um da sagen zu können, was letztendlich nun stimmt. Hier können wir nochmal wunderbar diese Mosaikstruktur des Waldes erkennen. Wir haben hier ein Mosaik, das so aussieht. Also wirklich ein zusammenhängendes kleines Waldstück mit dieser Struktur. Da kann man sich hier hinstellen oder da hinstellen oder da hinten auf den Hang stellen oder direkt da vorne an den Anfang stellen. Man steht immer in einer sehr gleichartigen Waldstruktur, in der sich jetzt die Bäume in ihrem Durchmesser, in ihrer Höhe kaum unterscheiden. Aber ein Stückchen weiter finden wir ein anderes Teil des Mosaiks, in dem der Wald dann so aussieht. Größtenteils wirklich auch wieder monoton, einförmig, überall so. Alle Bäume mehr oder weniger gleich. Egal wo man sich reinstellt, steht man in einem sehr ähnlichen Wald. Hin und wieder gibt es mal eine kleine Ausnahme, nämlich einen Totenbaum. Aber das ist dann wieder ein anderes Steinchen des Mosaiks. Diese typische Mosaikstruktur findet man in einem normalen Wirtschaftswald wirklich so gut wie nirgends. Es sei denn, der Förster hat sie so reinschlagen lassen, in Anführungszeichen. Also auch ein normaler Wirtschaftswald, und das eben auch schon sehr lange, auch schon seit es eben den Kahlschlagbetrieb gibt, wird in solchen Mosaikflecken bewirtschaftet, weil das halt auch eben aus wirtschaftlichen Gründen sehr viel Sinn macht. Da hat man sich also, ohne es zu wissen damals, da hat keine Sau drüber nachgedacht, zumindest ist nichts Schriftliches darüber überliefert, oder diejenigen, die drüber nachgedacht haben, auf die hat man nicht gehört, dass das wirklich auch unter gewissen Umständen tatsächlich der natürliche Weg ist, damit umzugehen. Die Überlegungen, wie eben diese Mosaik quadratische Einschlagstruktur im jetzt reinen Wirtschaftswald entstanden ist. Das war eine rein ökonomische Überlegung. Das habe ich euch in irgendeinem anderen Video auch mal genau erklärt, wie das System funktioniert und was man sich eben dabei gedacht hat. Stichwort Normalwaldmodell. Dass das naturnaher ist, als man denkt, denkt man so gar nicht. Aber der wesentliche Unterschied besteht halt eben in so einem Wald darin, dass diese Mosaikstücke wild durcheinander gewürfelt sind und eben damit diese hohe, wilde Durcheinanderstruktur entsteht, die so durcheinander eigentlich gar nicht ist, wenn man es mal von oben bzw. von außen betrachtet. Aber es ist natürlich nicht ein Reihe in Reihe, Glied an Glied, so ein alter Waldbestand neben einem 10 Jahre älteren, neben einem 10 Jahre älteren, neben einem 10 Jahre älteren. Sowas selbstverständlich gibt es hier jetzt nicht, weshalb ich den Wirtschaftswald auch keineswegs in Schutz nehmen möchte. Aber das System, das sich die Urgroßväter der Forstwirtschaft bzw. Forstwissenschaft damals ausgedacht haben, war dann halt eben so kacke, auch wieder nicht. Immer noch besser als Tropenforstwirtschaft, wie sie in den meisten Fällen leider ja immer noch betrieben wird. Wir fahren hin und machen alles platt. Seit es Forstwirtschaft in Deutschland gibt, die diesen Namen verdient, hatten wir immer schon eine gewisse Struktur, ein gewisses Ordnungssystem, das den Wald auch geschont hat und viel, 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 viel besser war, als einfach nur hingehen und Bäume fällen. Das hat man zum Beispiel im Mittelalter großflächig noch gemacht, aber auch da gab es schon erste Systeme, die dafür gesorgt haben, dass an diesen Stellen der Wald auch durchgehend kontinuierlich bis heute erhalten bleiben konnte. Manchmal. Nicht immer, aber es hat stellenweise funktioniert. Dazu komme ich auch nochmal näher. Und da liegt dann nun auch der Wilde See. Wichtig ist an dieser Stelle jetzt nochmal zu erwähnen, dass man natürlich in so einem speziellen Kleinod des naturnahen Waldes, der immer noch kein Urwald ist, ich leide da echt richtig drunter, aber wichtig ist wirklich zu sagen, dass man hier auf keinen Fall die Wege verlassen sollte, also auch nicht 5 Meter nach da oder 3 Meter nach dort, wirklich gar nicht vom Weg runtergehen, wenn man dann halt in Gottes Namen mal pinkeln muss. Dann ist es halt so, wenn es unbedingt erforderlich ist. Noch besser ist es, wenn man ein bisschen einen Knoten reinmacht, bis man auf der anderen Seite wieder draußen ist, beziehungsweise wieder oben ist. Das könnte schwierig werden, weil man sich hier durchaus wahrscheinlich lange aufhalten möchte, aber man sollte hier so wenig wie möglich
zurücklassen, was man nicht vorher, also was man hergebracht hat, sollte man wieder mitnehmen, das wollte ich sagen. Das gilt auch für biologisches, flüssiges Material und ganz besondere für das Feste. Ja, und das hier ist jetzt wirklich mal ein Verbotsschild nach meinem Geschmack. Ganz, ganz, ganz absolut eindeutig und für jeden Depp zu kapieren. Bitte beachten Sie, zum Schutz der Natur ist im Nationalpark unter anderem das Baden, Feuer machen und übernachten mit und ohne Zelt und auch in Schutzhütten streng verboten. Das sollte wirklich ziemlich eindeutig sein und auch keinerlei Lücken mehr offen lassen für irgendeinen Outdoor-Enthusiasten wie mich. Pennen ist hier also nicht. Das war früher übrigens mal anders, gerade was die Schutzhütte angeht. Ja, und hier ist auch besagte Schutzhütte. Da ich keinen Schutz brauche, muss ich die auch nicht großartig betreten. Ist schön, dass sie da ist. Wie gesagt, es gab auch damals, als ich hier ja gearbeitet habe, Optionen, dass man dann da auch mal drin pennt. Könnt mir vorstellen, dass das jetzt für Mitarbeiter ähnlich gehandhabt wird. Das ist aber jetzt rein spekulativ, das weiß ich nicht. Das ist ein Weilchen her. Ja, aber das war schon übrigens auch wieder so eine Sache, die gar nicht so schlecht ist, wenn man romantische Vorhaben verfolgt. Und ihr habt es wahrscheinlich eben schon auf dem Schild gelesen. Der einzige Bereich des Ufers, der betreten werden darf, ist dieser kleine Sandstrand. Der Rest vom Ufer soll möglichst naturnah bleiben. Das heißt, da soll auch niemand rumrennen. Und das Schöne ist, das finde ich wirklich super, das wird auch sehr konsequent gehandhabt, dass die Nationalparkverwaltung bzw. die Nationalparkmitarbeiter auch nur in absoluten Ausnahmesituationen irgendwo in diesen Terra nicht betretbar wirklich auch nur rumrennen, wenn es unbedingt sein muss. Wenn man zum Beispiel die begründete Vermutung hat, dass da jetzt gerade einer rumstapft, den man rausschmeißen möchte. Solche Situationen. Oder zum Beispiel, um Fotofallen zu kontrollieren. Ja, wem Fotofalle kein Begriff ist, das ist im Prinzip eine Kamera mit Bewegungsmelder, Foto- oder Videokamera. Heutzutage geht auch Videokamera, damals waren eigentlich immer nur Fotokameras üblich, die, sobald jemand in den Bewegungsmelder reinläuft, unter Umständen auch erst das Licht anknipst, ein Scheinwerfer, und dann sofort ein Foto aufnimmt von demjenigen oder dem etwas, das halt eben den Bewegungsmelder ausgelöst hat. Das kann ein Ast sein, der vom Baum fällt. In den meisten Fällen ist es aber Gott sei Dank tatsächlich ein Tier und dafür sind die Dinger eigentlich gedacht, dass man eben mal schauen kann, oh, welche Tiere gibt es denn da, was rennt uns denn so in die Falle, in Anführungszeichen. Und wenn man die schön flächenmäßig über das gesamte Gebiet verteilt hat, kann man dann auch in eine Karte wunderbar eintragen über einen sehr, 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 sehr langen Versuch und auch mit sehr, sehr, sehr vielen Fotofallen, populationsmäßig, Schwerpunkt, welcher Tierart, wo. Sehr, sehr, sehr interessant, solche Untersuchungen. Hier lief gerade so ein Projekt, als ich hier eben tätig war. Und ja, da habe ich auch mal ein bisschen die Fotofallen ausgelesen. Hin und wieder sind auch mal kuriose Bilder drin, die man eigentlich nicht erwartet und vielleicht auch nicht unbedingt haben möchte. Zum Beispiel eine Touristin, die just in diesem Moment gerade die Hose fallen lässt, wo sie sich mit dem Hinterteil vor die Fotofalle beugt, um sich dorthin zu setzen. Und ja, also den Rest könnt ihr euch denken. Das ist ein Bild, da hätten wir alle gerne drauf verzichtet.
So, und dieser Anblick hier, muss ich sagen, erschreckt mich jetzt doch. Das sind nämlich definitiv Reste von einem Feuer. Da hat man zwar versucht, die einigermaßen gut zu beseitigen, aber ganz, ganz, ganz eindeutig, da liegen auch noch kleine verkohlte Holzstückchen rum. Das finde ich schon sehr, 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 sehr dreist. Im Herzen des Nationalparks, also wirklich der Kernpunkt, wenn man einen Punkt ausmachen kann, der der absolute Kern des Nationalparks ist, dann ist es hier das Ufer des Wilden Sees, das Betretbare. Da ein Feuer zu machen, also das ist an Dreistigkeit kaum noch zu überbieten und hätte meiner Meinung nach nur dann eine Legitimation, wenn man hier wirklich in den See gefallen ist, im tiefsten Winter, kurz vorm Erfrieren und wirklich unbedingt ein Feuer braucht, um nicht zu verrecken. Und selbst dann hätte man es vielleicht sogar verdient. So, das musste mal gesagt werden.